Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus und wir befinden uns hier im nächtlichen Ansburg. Hier sind wir am Ende der letzten Folge nach zwei Kopfgeldjagden stehen geblieben. Und da ich mich in dieser Folge wieder um Blutgeldmissionen kümmern möchte, um den nächsten Teil des Saloon-Vertrags, werden wir mal hier rüber gehen und mal den bequemen Weg rüber nach Saint-Denis wählen. Denn da ist der nächste Auftraggeber für uns. Also wir wollen also quasi mal in die Postkutsche steigen und für $3 uns nach Saint-Denis bringen lassen. So, da sind wir auch wieder am Hafen von Saint-Denis bzw. einer Bahnstation. Und wir werden uns mal die Karte einstellen und dann werden wir mal rüberreiten und wieder mit Anthony Foreman reden. So, wir erklären ein Stückchen zu reiten hier. Ist ja kein Problem. So, ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder neue Munition geholt. Das heißt, wir haben volle Vorräte. Und da bin ich gespannt, was uns da bei diesem zweiten Teil des Saloon-Vertrags erwarten wird. So, schauen wir mal. Müssen wir aber erstmal hinkommen. Genau, bis zu der Straße, glaube ich. Und dann mal nach links. Das Säckelchen, da ist eine Markierung. Ist ja auf der Karte zu erkennen. Oder an der Karte vielmehr. So, oh, da war erstmal der Straßenbahn hier von Saint-Denis. Könnten wir auch mal eine Runde mitfahren, haben wir noch ja nie gemacht. Oh, das war jetzt aber ein bisschen eng hier. Na nun gut, so, und wir sind bei... Oh, wir sind schon da. Da hätten wir auch direkt absteigen können. Tja, gut. Haben wir jetzt mehr auf die Tram konzentriert. Nicht, dass wir da noch irgendwie Probleme kriegen. So, dann werden wir mal zu Anthony Foreman gehen und mit ihm reden. Ja, das stimmt allerdings. Naja, ist eh royal. Wir kicken uns mal seine Blutgeldmissionen an. Let's see what Martelli has in store. Genau. Naja, wir werden uns jetzt, wie gesagt, um den Saloon-Vertrag kümmern. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Missionsinfos dazu an. Da heißt es, hole Kapitale und andere Wertgegenstände aus den Saloons zurück, in denen Verbrecher ihre zwielichtigen Geschäfte aushandeln. Okay, wenn er jetzt fertig ist mit Reden, dann würden wir einfach mal die Mission starten direkt. Well, well, well. Truth be told, I don't know who'd be foolish enough to set up shop across from Martelli's boys in Saint-Denis. But there's no shortage of fools. And word is, they're even dumb enough to be on the hunt for Capitale. Now, one of them's got a real corner on the bootlegging business. Supplies the saloons up in Van Horn. They're headed up there to pick up a stash of Capitale. I suggest you tail them. Find out where it is and get there first. And watch your back. So, und jetzt heißt es hier, begib dich zum Bahnhof von Van Horn. Aha, okay. Gut, wir sind auch offensichtlich in der Nähe von Van Horn aufgesetzt worden. Wir schauen mal ganz kurz. Tatsache, ist ja nicht weit weg. Okay, sind wir wieder hier. Gut, dann werden wir mal rüberreiten. Bin mal gespannt, ob wir auch nach Van Horn rein müssen. Ja, erstmal wollen wir nur zum Bahnhof. So, wir kicken mal ganz kurz. Ist das Halstuch angelegt? Ja. So, wir schauen mal ganz kurz nach unseren Kernen. Die sind nicht ganz voll. Da würde ich auch sagen, oh, nach der Erfahrung, die wir da vor einiger Zeit in Van Horn gemacht haben, würde ich sagen, wir nehmen nochmal ein Großwildfleisch mit Ackerminze. So viel Zeit muss sein, haben wir erstmal einen goldenen Kern und vor allem wieder insgesamt volle Kerne. So, dann reiten wir aber erstmal rüber. Mal schauen, was das denn wird. Ob das so eine lustige Geschichte wird wie bei dem ersten Teil. Oh, als wir durch die drei Saloons sind und da die Kapitale eingesammelt haben. So, da vorne ist auch schon der Bahnhof. Da ist ein Zug. Okay, der gehört garantiert irgendwie zur Mission. So, wir nähern uns mal vorsichtig. Wissen wir, ob hier irgendwas passiert. Okay, der Zug fährt jetzt aber ab. Der hat gerade hier pfiffen. In Ordnung. Oh, dann machen wir das ganz entspannt. Lassen wir uns mal den Zug da abfahren. So, und jetzt haben wir 15 Minuten. Okay, folge dem Schmuggler zum Versteck der Kapitale. Okay, dann würde ich mal sagen, wir lassen mal Beauty hier stehen. Binden sie hier mal an. Und mal gucken, da vorne muss irgendwie ein Schmuggler sein. Aha. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal einen netten Spaziergang hier. Mal gucken hier, das ist keiner, der uns feindliche sind. Ist gut, mal gucken, wo ist denn der Kerl? Ach, der ist mit dem Zug angekommen, alle. Oha, wir haben ja links welche, die sind uns feindliche sind. Dann sollten wir vielleicht einen Bogen um die machen. Und ich glaube, da unten läuft der. Ich glaube, das ist der Schmuggler, der meint es. In Ordnung. Da sind auf jeden Fall auch noch zwei weitere.
Ich glaube, das sind die hier. Das ist zu verdächtig. Nur, da würde ich sagen, den folgen wir mal. Oder haben zumindest mal ein Auge auf die. Okay, Van Horn, na, das wird ja wieder ein Spaß. Ich vermute mal, wir kriegen hier gleich noch Stress. Na, mal sehen. So, ich glaube, wir sollten uns nicht zu dicht an die ranwagen. Nur lassen wir die mal laufen. Okay, das ist eine nette Atmosphäre hier auch bei dem Wetter. Na ja, ich glaube, wir gehen mal hier lang. Oh, hier durch den Vorjarten. Oh, könnte sich aber auch jeder mal drum kümmern. Sieht das schlimm aus hier. Na, die haben aber auch die Ruhe weg da vorne, die drei Kerle. Die schlendern da was zusammen. Also wenn die wirklich Verbrecher sind, weiß ich nicht, dann haben die ganz schön, tja, dann lassen die den ganz schön raushängen. Okay, gut. Oh ja, folgen wir denen mal. Wir tun mal, als würden wir hier nicht dazugehören oder dazugehören, wie auch immer. Und die sind aber wirklich langsam unterwegs. Meine Güte, kann ich ja in der Zwischenzeit einen Gavro machen. Okay, ich glaube, wir sollten mal vielleicht das Halstuch abziehen. Das war hier gerade so eine komische Bemerkung von der Dame rechts, die aber nicht zu sehen ist, interessanterweise. Naja, gut. War nur von rechts zu hören. So, wo waren die denn da hin? Ach, ich vermute mal, die waren in den Saloon. Naja, heißt ja nicht umsonst der Saloon-Vertrag. Okay. Der Old Light Saloon. So, einer ist draußen stehen geblieben. Der kickt gegen eine Wand. Aha, was macht der da? Durchsuche das Gebiet nach dem Bündel Kapitale. Okay. So, wir sollten mal vorsichtig sein. Ich glaube, wäre vielleicht doch besser, wir ziehen den Hals doch wieder auf Eyal. So. Nicht, dass es da noch Stress gibt. So, da steht einer vorm Saloon. Um den machen wir mal einen Bogen. So, ich glaube, wir mal einen Hinterhof oder so. Ja, wir umrunden das Gebiet erstmal. Also, wir umrunden den Saloon erstmal. Wir haben. Ah, wird schon wieder. Hat sagt schon wieder einer, dass wir die Maske runternehmen sollen. Ah, gut, das ignorieren wir jetzt mal flissentlich. Wehen wir hier hinten rum. Ist das ein bisschen sicherer? Mal schauen. Okay, hier draußen sitzen einige da ein Kerl. Also wenn die wach werden, also wie der da. Na gut, der ist wahrscheinlich keine Gefahr, aber die anderen sind also nur ein Vierer oder Fünfe so, ja. Ich glaube, der verfolgt uns. Der findet das nicht gut, dass wir die Maske tragen. Naja, muss auch mit klarkommen. So. Jetzt sollten wir hinterm Saloon sein, ganz genau. So, jetzt sollen wir das Gebiet durchsuchen. Wir werfen mal einen Blick mit dem. Tja, mit dem Dead Eye oh, das ist was. Aha, gucken wir mal, was wir da haben. Wir haben ja nur ein Sammelobjekt. Okay, wir haben die tatsächlich die Tasche gefunden, ohne Probleme. Na, das ist ja großartig. Würde ich sagen, schnappen wir uns die mal. Aber ich würde ja sagen, wir kicken uns mal noch um. Okay, da ist einer im Saloon. Der steht da auch scheinbar einzeln. Nee, der steht da nicht unbedingt einzeln. Na gut. Wir wissen, wo die Tasche Kapitale ist. Also wenn das jetzt schief geht, na dann schauen wir mal. Wir gehen erstmal in den Saloon von hinten drin. Wir kicken mal. Der eine sitzt da, der andere steht da vorne. Okay, die sehen sich natürlich gegenseitig. Das ist natürlich sehr ungünstig. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwas entdecken können. Okay, da steht ein Schwarzgebrannt da. Gut. Oder auf jeden Fall eine Flasche Schnaps oder so. Können wir das dazusetzen? Das muss ja nicht sein. Wir kicken mal rum. Vielleicht können wir ja noch irgendwas entdecken. Wir müssen ja irgendwo Kapital nehmen. Oh, wir nehmen mal das Halstuch am besten ab. Ich glaube, der kickt schon wieder, deswegen. Sorry, Jungs. So. Oh, okay, das sind aber Fülle. Wenn wir uns jetzt mit denen hier anlegen, wird das unangenehm. Ich glaube, das lassen wir mal lieber. So, kriegen die irgendwie raus hier lockt. Oh, so weit wie Pfeifen wäre ganz nett. Naja, hat man hier leider nicht. Könnten wir höchstens versuchen, den vorne an der Tür zu kriegen. Ich glaube, das lassen wir. Wir schnappen uns einfach mal das Bündel Kapitale. Wichtig ist auf jeden Fall, die Mission zu machen. Aber vielleicht gibt es ja in dem Verschlag irgendwas, was wir noch entdecken können. Wir nehmen mal noch nicht die Tasche auf. Nee, was heißt hier Verschlag? Ich weiß nicht, die Latrine, glaube ich. So, wir nehmen mal das Bündel Kapitale. Okay, jetzt hat man uns bemerkt. Okay, ich glaube, wir sollten uns mal entfernen. So, und wir nehmen mal den Weg hier raus. Denn wir werden verfolgt. Ich glaube, dann lassen wir die beiden uns herkommen. Ja, vielleicht hat er einer von den Kapitalen bei. Ich glaube, wir stellen uns mal hier hinter die Ecke. Mal gucken, was passiert. So, ich glaube, sagen wir nehmen mal die Colts raus. So, schauen wir mal. Da kommt einer. Gut. Mal sehen, was jetzt gleich passiert, wenn wir dem da eine Kugel verpassen. Nichts passiert. Gut. Sehr schön. Da kommt der Nächste. Sind wir mal vorsichtig, warten wir mal ab. Der steht da nämlich ganz in Ruhe. Und wenn wir nur die Kali erwischen, dann kriegen wir auch keinen Stress mit dem Rest von Van Horn. Hoffe ich jedenfalls. So, der ist ausgeschaltet. Das war auf jeden Fall einer, der zu den Schmugglern gehörte, würde ich sagen. So, und da kommt der nächste Kerl. Mal sehen, der müsste gleich um die Ecke kommen. Oh. Und da ist er erledigt.
Da kommt noch einer. Das ist so nett, wenn die alle nacheinander kommen. So, ich glaube, wir haben Ruhe, nicht weiter Rote zu sehen. Oha, das war nicht gut. Okay, nehmen wir mal plündern. Das verspricht, dass der vielleicht eine Kapitale dabei hat. Mal sehen. Ne, wir haben Zigaretten gefunden. Na gut, okay, immerhin etwas. So, und wir haben tatsächlich 4 Kapitale gefunden. Großartig, wir haben was richtig gemacht. Sehr, sehr schön. Gut. Und wir haben die Jans Van Horn gegen uns aufgebracht. Das ist auch gut. Ha, das ist das Allerbeste an der ganzen Geschichte. So, ich würde mal sagen, wir verlassen mal Van Horn hier irgendwie in die Richtung. Ah ja, wir sollen ja auch nach rechts. Großartig. So, wir haben die Kapitale auf dem Rücken, beziehungsweise auf der Schulter. Und Beauty ist irgendwo in der Nähe. So, wir werden mal hier kurz den Hügel hoch. Sehr, sehr schön. Oh, das würde ich sagen, war sauber. So, ach, und hier oben haben wir einen Friedhof gefunden. Ich glaube, dafür sind wir auch verantwortlich, dass hier so viele Grabsteine sind. Nein, nein, gut. Boah, na, nach neulich. So, wo ist denn jetzt Beauty? Ach, na gut, die hatten wir ja angebunden. Na gut, dann laufen wir hier ein bisschen entgegen. Keine Hasen jagen hier. Ach, da ist er auch schon. Brauchen wir keine Hasen jagen. So, dann steigen wir mal auf Beauty und jetzt sollen wir das Bündel Kapitale zum Atelis Mitarbeiter bringen. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Oha. Aha. Okay, da drüben am Fluss irgendwo. In Ordnung. Das ist ja mal eine ungewöhnliche Position. Da ist definitiv keine Hütte. Na gut, reiten wir mal hin. Nehmen wir hier irgendwie den Weg. Oh, quer durch den Wald. Ja, apropos Hütte, hier ist eine. So, also, wir werden uns mal hier irgendwie durch die Wälder schlagen. Das war, glaube ich, eine ganz saubere Geschichte hier mit denen. Mal bloß den Ehen da, den haben wir umgelegt. Na gut. Das war wohl keiner von den Schmugglern. Aber der schien auch irgendwie nicht zu Van Horn zu gehören. So, und jetzt sollen wir... Ich glaube, das ist die Stelle, wo wir hin sollen. Ja, da vorne unter der Brücke steht einer. Nochmal kicken, da war er kurz zu sehen. Dann müssen wir wohl hier rüber. Ich schaue, dass uns keiner angreift und versucht, uns das Bündel abzunehmen. So, der Kerl ist unten. Ah ja, okay, ja, das ist auch mal das Interessante. Ja, und jetzt sollen wir vom Pferd steigen. Nee, das machen wir erst, wenn wir unten sind bei ihm. Okay, los, runterzulaufen. So viel Zeit haben wir nicht. So. So, wo ist er denn jetzt? Wo versteckt er sich denn hier? Der war da gerade zu sehen. Ach, da unten steht er. Aha, okay. Nur das ist immer eine interessante Abgabestelle. Gut, wir werden mal vom Pferd steigen. Und ihm dann mal das Bündel Kapitale eben. So, wir stecken mal die Waffen weg. Müssen wir hier sein. So, dann nehmen wir ihm mal die Tasche. Na, das lief doch ganz hervorragend hier. Ganz unkompliziert. Und wir haben 0,48 Gold-Dollar erhalten, über 600 XPs und fast 50 Dollar. Nur das hat sich doch gelohnt. Also für die kurze Geschichte hier. Oh, da war auch die Seed-Potskutsche wieder drin. So, wir holen uns mal Beauty ran. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei Blutgeld-Mission, auch wenn wir jetzt unsere geforderten 15 Kapitale für eine Blutgeld-Gelegenheit zusammen haben. Wir schauen mal ganz kurz in die Wertgegenstände. Ja, jetzt haben wir nämlich 16 Kapitale. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können auf jeden Fall demnächst auch die dritte Blutgeld-Gelegenheit angehen. Oh, fehlt uns natürlich noch ein Juwel. So, wir steigen mal auf Beauty und suchen uns mal neue Ziel. Ich sehe auch, da hinten ist wieder ein Säckelchen. Das heißt, da gibt es eine Blutgeld-Mission. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Ob das wieder Anthony Formin ist. Nee, das ist was anderes. Ah ja, das ist der Joe, ne? Ganz genau. Dann werden wir uns mal bei Joe einen Wegpunkt setzen. Das verspricht auch, dass wir von ihm eine andere, einfache Blutgeld-Mission bekommen. So oft waren wir ja bei dem Kerl nicht. So, hier haben wir das Fort neben uns. Oder Insta Force neben uns. Da können wir jetzt mal kurz vorbeischauen. Oh, Düre ist aber zu. So, dann schauen wir hier nicht vorbei. Will man uns wohl nicht drin haben. Würde ich gesagt, wir schauen mal ernsthaft, ob wir da vielleicht einen Sammelgegenstand oder so finden. In denen gibt es meistens was. Aber wenn die Türe zu ist, nö. Müssen wir uns ja nicht durchspringen. So, wir reiten mal in Richtung Joe. So, da vorne kommen wir wohl irgendwo über den Fluss. Hier ist eine Furt. Sehr schön. Hier einfach mal rüber. Dann sollte der Blick auch nicht mehr weit sein. Schauen wir mal, wie weit wir noch müssen. Da vorne ist eine Kutsche. Und, ah, Kutschenüberfall machen wir jetzt aber nicht. Jedenfalls keinen unmotivierten. Oder sprich spontanen. Da wollten wir doch bitte eine ordentliche Belohnung für. Aua. Also Beauty, wirklich. Na, das war ja jetzt hier eine Sache. Okay, Felsen und, ja, Felsen und zwei Bäume. Da hat sie sich nicht entscheiden können, wo sie lang wollte. Das hat Kopfschmerzen gegeben. Naja, immer wieder lustig. So, ich glaube, hier rechts ist die Hütte von Joe. Ja, ganz genau, da hinten ist er. Und wir sind mal vorsichtig, nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwie nochmal stürzen. So,
Jeden Sturz reicht pro Folge, haben wir den weg. So, sehr schön. So, dann werden wir mal zu Zhou Rinjin. Und mal kicken, ob der eine nette Mission für uns hat. Bestimmt, wenn wir Kapitale beschaffen sind, ist der bestimmt erfreut, der Italiener. Oh, I hate working for these Europeans. Okay, so jetzt haben wir hier zwei, oder eigentlich hätten wir ja drei Missionen, die wir jetzt von ihm hier bekommen. Haben wir Dreck am Stecken, ich glaube, die haben wir schon gemacht. Und wir haben ja noch eine Mission, die sagt mir vom Namen her gar nichts. Die brennende Lunte, lesen wir uns mal die Missionsinfos dazu kurz durch. Fange einen Sprengstoffkonvoi auf seinem Weg zur Bacchus-Station ab. Halte die Augen nach Kapitale offen. Oh, das klingt interessant. Nur dann werden wir die Mission mal starten. You're getting to be capable, my friend. That's dangerous. Might start getting ideas. Ideas like you don't need old Joe no more. Might well cut him out and cut him up, huh? Well, let's see how capable you really are. There's a wagon, shipping dynamite, going up to Bacchus Station. Crew's been moving some of your capitale, too. You don't blow yourself up, you'll get a good price for it. Little reminder, how you can't be doing without Joe anytime soon. Na großartig, sollen wir wieder eine Kutsche mit Sprengstoff stehlen? Okay, sollen wir erstmal zur Bacchus-Station. Wir schauen mal ganz kurz, wo wir aufgesetzt worden sind. Okay, das Gebiet ist ein bisschen eingegrenzt, sieht man hier, in Ordnung. Und wir sind in der Nähe von Fort Wallace. Ich glaube, hier irgendwie rechts von uns waren wir jetzt gerade bei Joe. Oh, gut, okay, also wir müssen ein Stückchen nach Norden erst einmal. So viel steht fest. Gut, okay, gucken wir mal, was uns da erwartet. So, ich glaube, Halstuch. Oh, haben wir kein Halstuch offen. Na, das sollten wir uns vielleicht mal aufsetzen. Das ist vielleicht für einen Diebstahl nicht ganz verkehrt. So, dann werden wir nochmal hinreiten. So, die Kali ignorieren wir mal. Die hören irgendwie nicht dazu. So, und dann werden wir mal hinreiten. Mal gucken wir mal, was uns da jetzt gleich erwartet. Moment, da ist die Kutsche schon. Okay. Und da sind Kerle. Okay, ich glaube, wir müssen die wohl ausschalten. Die Kutsche scheint da nämlich zu stehen. Die ist nicht unterwegs. Gut, dann würde ich sagen, wir bringen mal Beauty ein kleines bisschen in Sicherheit. Beziehungsweise hier nach hier drüben. Kann sie sich hier ein bisschen im Wald vergnügen. Und wir steigen mal ab. So, wir kontrollieren mal ganz kurz unsere Ausrüstung. Wir haben mit Carcano, wir haben mit verstärkte Lasse, wir haben die halbautomatische Flinte. Oha. Ich glaube, wir müssen noch was ganz anderes machen, wenn ich mir unsere Waffen so angucke. Oha, das sieht ja nicht gut aus. Ja, ich glaube, wir müssen mal die Zeit nutzen und mal ganz kurz unsere Waffen pflegen. Die sind nämlich ganz schön runter. Das geht ja nicht. Wir haben mal ordentlich beansprucht. Also der Zustand ist ja wohl unter aller Kanone. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, so viel Zeit muss sein. Na, gut, wir haben ja die Eile hier. So, werden wir die erstmal pflegen, hier die ganzen Dinger. Ja, das ist schließlich unsere Versicherung. Oh, dagegen erschossen zu werden. Gut, wir haben hier noch Zeit. Bin mal gespannt, ob das dann noch ausreicht. Aber das muss auch sein. Haben auf jeden Fall wieder schöne, glänzende Revolver. So, aber das machen wir auf jeden Fall für das Carcano auch noch. Denn damit möchte ich hier ja gleich die ganze Sache nämlich eröffnen. So, reinigen wir das auch nochmal. Kriegen wir bei der Gelegenheit nochmal einen schönen Blick auf die Waffen. Die haben wir ja auch noch ordentlich verziert. Die sind jetzt auch mittlerweile alle in diesem Holzton und dem Silber. So. Und dann nehmen wir uns noch die Schrotflinte vor und dann sind wir mit den Vieren auch schon durch. So, so viel Zeit muss sein. So, dann sind da wieder auch die eingeprägten Symbole bzw. den eingeprägte, die Gravur wieder ordentlich zu erkennen. So, machen wir frische Waffen und dann nehmen wir uns auf die Suche nach ein paar Kapitale. So, ich hoffe, das fand der jetzt nicht ulkig hier. So, wir haben auf jeden Fall alle Trichter dabei. So, wir nehmen mit Carcano raus. So viel Zeit muss es sein. Und würde ich sagen, da vorne ist schon einer zu erkennen. Wir wissen jedenfalls, solange wir uns nicht ducken. Mal sehen, ob wir den erwischen können. Ne, das ist nicht zu sehen. Gut, wir brauchen eine andere Position. Ich glaube, wir gehen mal darüber. Da drüben sieht es nämlich ganz gut aus. Da haben wir ein bisschen erhöhte Position und ein Steinchen, hinter dem wir uns positionieren können. Es sind aber einige von denen. Da stehen zwei, da hinten stehen auch noch zwei. Ja? Nehmen wir erstmal die auf weitere Entfernung. So, der ist erledigt. Der hier bloß in Position. So, und dann nehmen wir uns die da drüben auch noch vor. So, der ist ausgeschaltet. Oh, ich glaube, jetzt sind wir bei der Colts raus. Die kommen nämlich ein bisschen zu nahe hier, die Kerle. So, einer steht hier direkt am Felsen vor uns. So, sehen, ob wir den kriegen können.
Wir ziehen uns mal kurz zurück. Das lief jetzt nicht ganz so, wie ihr dacht. So. Das heißt, wir nehmen mal ganz kurz eine schwarzgebrannten. So viel Zeit muss sein. Oh. Besoffen macht die ganze Geschichte. Sieht doppelt so viel Spaß. So. Oh. Aber doch, wie gesagt, ja, ein schön Fülle hier. Hätte gar nicht gedacht, dass sich so viele verstecken. Der möchte was von uns. Der soll mal schön sich hinlegen. Und hier links, der den haben wir übersehen. So, ich glaube, wir nehmen aber das Schrotflinte raus. Der steht nämlich noch. So, den hat's. Den hat's böse zerrissen. So, würde mal sagen, wir kicken mal, ob wir hier irgendwen plündern können. Und von rechts ist was zu hören. Wie kommt der dann dahin? Das sind so eine Reihe. Halten wir mal mit der Schrotflinte drin. Die haben uns alle umrundet. Die sind jetzt alle hier. Das ist ja sehr lustig. Und keiner ist mehr drüben bei der Kutsche. Na, das sind ja Wachen. Na gut, okay. Wo sind sie denn? Da ist Inner. Mal kicken. Dead Eye. Und dann ist auch schon erledigt. Und den nochmal mit dem Dead Eye. So. Thema Eloven hier mit denen. So, dann würde ich mal sagen, wir nehmen uns die Zeit und werden die mal auf jeden Fall plündern. Vielleicht können wir ja noch eine Kapitale finden. Oh, wenn wir jetzt gerade keine brauchen. So. Na ja, gut, wir könnten natürlich auch dann die Blutgeld-Gelegenheit auf einer höheren Stufe machen. Aber muss ja nicht sein. Nicht beim ersten Mal. Da bin ich kein Freund von. Ja, das mal ankicken. Also wenn man die auf einer höheren Schwierigkeitsstufe macht, sollte man schon ein bisschen wissen, was da abgeht. So, kicken wir mal, ob wir noch irgendwie finden können. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Waffenöl gefunden. Finde ich natürlich sehr nett, nachdem wir gerade unsere Waffen hier gereinigt haben damit. So, und wir werden erstmal die ganzen Kerle hier auf jeden Fall plündern. Jetzt hieß es aber, wir sollen uns, naja, bei dem Stehlen der Kutsche in der Nähe umschauen. Irgendwie auf dem Weg. Ich bin gespannt, ob wir hier irgendwas finden können. Also, wir schauen uns hier auf jeden Fall um. So, wir haben noch ganz entspannt fast 10 Minuten Zeit. Also von daher nutzen wir die Zeit da hoch aus. So, jetzt müsste eigentlich hier drüben noch einer liegen. Oh, eigentlich geht's wieder. Die sind wohl wieder weg. Schon wieder despawned hier. Das ist aber nicht nett. Aber wir sollten mal auf dem Zug umschauen. Mal kicken mal. Ob wir irgendwas entdecken können. Also der Lokführer ist ganz entspannt hier. Die Kerle, die hier gerade noch standen, sind alle weg und sind erschossen worden. Und der sitzt auf seiner Lok und kickt nur raus. Na, das ist ja ulkig. So, ich würde mal sagen, wir kicken mal hier rein, ob sich hier irgendwas finden lässt. Oh, zu hören ist jedenfalls nichts gegen Klimpern. Nichts. Also einen Sammelgegenstand haben wir jedenfalls nicht. Hier sieht es aber wüst aus in dem Zug. Meine Güte. Na gut, okay. So, wir schauen mal weiter. Vielleicht findet sich ja hier hinten was. Hinten in dem Kabus. Oh, steigen wir hier mal runter. Beziehungsweise springen wir mal runter. Und kicken uns mal um. Hier ist ein bisschen was, was wir einsammeln können. Auf jeden Fall. Wir stecken mal den Golds weg. Und schauen mal ganz kurz hier im Regal. Was haben wir denn hier? Einmal Dosengemüse haben wir. Wir haben eh eine Arznei, die brauchen wir jetzt nicht. Und wir haben Pistolenmunition, normale, die brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir hier noch ein Schränkchen, was wir aufmachen können. Ach nee, Schubladen hier drüben. Oh, kicken wir mal hier rein. Da ist eh mal irgendwas drin. Was haben wir denn da? Das können wir aber nicht auswählen. Na gut, okay. Kicken wir mal in die nächste Schublade. Da ist irgendeine... Oh, da ist Nyterbrennen drin. Na, den können wir nicht hier zurücklassen. Das geht ja nicht. Oh, das ist aber eigentlich nicht das, was wir suchen. So, kicken wir mal hier in den Schrank. Oh, so ein hier drin. Gewehrmunition haben wir. Da haben wir noch Pistolenmunition. Aber ich glaube, das war auch schon. Nö, okay. Aber keine Kapitale. Hier ist noch eine Truhe. Ich weiß nicht, ob wir hier was machen können. Ja, die können wir aufmachen. Kicken wir da mal rein. Da ist auch was drin. Was haben wir da? Repartiergewehrmunition. Ne, die brauchen wir auch nicht. Oh, ein bisschen dürftig hier. So, der Arznei hatten wir uns schon angekickt. So, dann würde ich sagen, wir klettern mal hier auf den Wagen. Darf mal einen wunderschönen Blick runter in den Canyon. Oh, sehr luftig hier. Man hört es auch pfeifen im Hintergrund. Aber ich glaube, das war die Sache. Tja, mit dem Zug erstmal ja. Nichts gefunden, nichts gesehen. Tja, hier ist auch nichts zu erkennen. Also nochmal ganz vorsichtig hier durchlaufen. Mal gucken, ob wir irgendwo was unter der Maus kriegen, sozusagen. Nee, aber hier scheint es zu geben. Okay, das ist definitiv die falsche Stelle. Also der Einzige, der mir jetzt noch einfällt, den man sich anschauen könnte, wäre tatsächlich der Lokführer. Tja. Ja, wer ist? Vielleicht hat der was dabei. Vielleicht können wir auch den ganzen Zug stehlen. Nee, wir sollen aber eigentlich den Wagen stehlen. Das kann es eigentlich nicht sein. Ich finde das jetzt auch nicht so gut, wenn wir den hier ausschalten. Tja. Nee, ich glaube, den lassen wir mal. Also, das wäre jetzt so meine Vermutung, dass der das vielleicht ist. Aber nun gut. Oh, hier nochmal in dem Camp, in dem Lager vorbeischauen. Ah, das sieht nicht so aus wie eine Stelle, wo man jetzt unbedingt eine Schatulle mit Kapitale findet. Vielleicht haben die ja auch irgendwo hier in der Station. Mal gucken, ob wir in die Dürre reinkommen. Wenn die aufkriegen. Nee, die ist zu. Die ist verriegelt und verrammelt. Gut, okay, dann haben wir hier kein Glück. Hier ist auch kein Glück. Nee, hier haben wir auch kein Glück. Hier ist auch zu.
So, jetzt halt gerade, ihr seht, unsere Kerne sind ein bisschen sehr runter. Ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz kurz in unsere Tasche und werden was ganz Normales essen. Was haben wir denn hier noch? Oh, ein Pfirsich, nur das klingt doch lecker. Eigentlich ist das was für Beauty eher. Oh, aber wir brauchen auch ein paar Vitamine. So, ich glaube, das soll erstmal reichen. Das sieht ja nicht so verkehrt aus. So, wir haben noch 6 Minuten. Haben uns, glaube ich, lange noch hier umgeschaut. Mal gucken, wo wir jetzt die Kutsche hinbringen müssen. Das dürfte auch ziemlich schwierig sein hier bei dem Gelände. Ha, eigentlich ist die Strecke ja nicht weit, aber wir müssen tatsächlich einmal oben bei den Donnerfalls rum. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen jetzt. So, dann werden wir mal die Kutsche in Bewegung setzen. Fahren wir schon wieder, Kutsche. Nein, gut. So, und wir sind vorsichtig. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Also wenn... okay, wir müssen die Kutsche definitiv vorsichtig fahren. Das ist ähnlich wie bei den Schwarzbrenner-Missionen. Das heißt, das war jetzt vielleicht keine gute Idee, dass wir so lange gesucht haben. Na gut, okay. Oh, wäre vielleicht noch eins gewesen, jetzt unter der Kutsche zu gucken. Na, ich denke, wir haben jetzt irgendwas übersehen. Naja, gut. So, wir müssen auf jeden Fall sehr langsam mit der Kutsche fahren. Nicht, dass die uns um die Ohren fliegt. Das muss ja nicht sein. Ich hoffe, der dehnt sich jetzt zeitlich aus. Tja, und wenn wir jetzt angegriffen werden, tja, dann würde ich sagen, wir steigen mal besser ab. Nicht, dass die Kutsche uns um die Ohren fliegt. So, da vorne ist erstmal ein Reiter. Der soll mal schön von der Straße gehen. Der reitet da aber hin und her auf der Straße. Das finde ich auch sehr merkwürdig. Hört der irgendwie dazu? Ich habe so das Gefühl im Moment. Na, mal sehen. Ne, ich weiß nicht. Na, mal sehen. Wir lassen den mal in Ruhe. Treiben wir den mal vor uns her. Ich glaube, den verärgern wir gleich. Ich glaube, der... Aha, okay, wir werden angegriffen. Der Teig befürchtet. Okay, damit ist die Mission wohl fehlgeschlagen. Na, das war ja eine Sache jetzt hier. Hat uns den Hut erstmal gekostet, aber nicht das Leben zum Glück. Ich glaube, wir waren zu, dass wir noch den Pfirsich hier hatten. Naja, gut, also viel HP hat es uns nicht gekostet, aber das war sehr überraschend. Da war überhaupt keine Zeit zu reagieren. Tja, also wie man das machen soll, ja, gute Frage. Müssen wir vielleicht nochmal probieren. So, wir haben erstmal wieder unseren Hut auf und wir sind total zu los. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Okay, wir sind in der Nähe von Valentine. Das ist natürlich sehr nett. Gut, boah. Könnten wir jetzt noch eine ganz, ganz kleine Kopfgeldjäger-Mission machen, aber eigentlich geht sich das ja nicht mehr aus. Tja. Aber ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall genug Kapitale gemacht in dieser Folge. Tja, müssen ja nicht zwei Kapitale jeweils rausholen. Reicht ja, wenn wir aus einer 4 rausholen und uns die Mission mal angeschaut haben. Tja, schade, dass wir ja keine Kapitale gefunden haben. Tja, und wissen jetzt aber auf jeden Fall, dass wir da so eine brandgefährliche Kutsche in der Mission haben. Das muss man aber auch vorher wissen. Und darf man sich auf jeden Fall so viel Zeit lassen, denke ich mal. So, wir sind irgendwie aus einer sehr komischen Richtung hier in Valentine eingetroffen, irgendwie hinter der Hauptstraße. Aber würde ich mal sagen, haben wir jetzt eigentlich was an Munition groß verbraucht? Ja doch, wir haben mit dem bisschen uns die Zeit vertrieben. Das heißt, wir sollten mal rüber zur Bahnstation reiten noch und uns einfach mal neue Munition holen. Und dann ist es das eigentlich für heute gewesen. Und machen wir halt mal eine etwas kürzere Folge draus. Oha, weswegen werden wir jetzt hier beschossen? Oder deswegen wird hier geschossen? Das finde ich gar nicht nett. Was war denn das jetzt? Ich glaube, wir mal jetzt kurz kicken. Was war denn das für eine Nummer jetzt hier, Kerlet? Ah, hier ist irgendwie so ein, ja, Outlaw-Camp, würde ich das mal nennen, hier in Valentine. Und irgendwie wurde hier gerade geschossen. Da liegt doch ein Toter. Okay, was ist denn da passiert? Na gut, wir werden erstmal ganz kurz uns um Beauty kümmern. Ja, die möchte nämlich gestriegelt werden. Gerade gesehen. Ja, da liegt ein Toter. Oh, vielleicht einen kleinen Streit hier eben oder so, wer weiß. Und, tja. Gut, ja, keiner da hier. Wer auch immer dafür verantwortlich war. Ist nicht zu sehen, der Kerl. Nun gut, dann werden wir mal, wie gesagt, zur Bahnstation reiten und uns noch Munition verschaffen. So viel Zeit muss sein. Aber die für das nächste Mal schon wieder. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder genug Kapitale, um eine Blutgeldgelegenheit anzugehen. Und das war ja das Ziel dieser Folge, beziehungsweise überhaupt das Ziel, dass wir wieder Blutgeldmissionen gemacht haben. So, ich glaube, der ist irgendwie ziemlich verdächtig, der Kerl da. Wenn ihr das so ankickt, der war ganz schön nervös. Hm, na gut, wer weiß. So, wir sind wie gesagt an der Bahnstation von Valentine. So, wir steigen mal ab und wir nehmen mal den kurzen Weg und gehen mal rein. Und holen uns mal, wie gesagt, Munition, wie wir so an die Leute verschossen haben. Kann nicht so viel gewesen sein. Achso, ich glaube, wir haben... Nee, Heizung haben wir nicht offen. Oh. So, dann holen wir mal unsere Lieferung ab, beziehungsweise die Munition aus dem Postkasten. So, sehr schön. Flintmunition, Revolvermunition. Oh, haben wir ja nicht so viel verschossen.
War eine relativ kurze Geschichte, ja. Und den Van Horn haben wir auch nicht viel verschossen. Das war eine ganz kurze Geschichte. Das ging ja relativ gut da. So, das war denn. Tja, dann würde ich sagen, für heute, ja, haben wir das. Waren wir auch ganz erfolgreich, zumindest bei der Ehenmission. Die eine lief so gut, die andere war jetzt doch irgendwie ein bisschen, naja, merkwürdig. Also da hat man ja wirklich keine Zeit gehabt zu reagieren. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen oder gerade deswegen vielleicht. Auf jeden Fall haben wir genug Kapitale, um die nächste dann eine Blutgeldgelegenheit anzugehen, beziehungsweise die dritte. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.